So, wo sind wir dann jetzt wieder? Ich weiß gar nicht mehr. Okay, der letzte Tag im Herbst sozusagen. Nee, Dust Season ist. Also Staub ist wahrscheinlich so mehr der Sommer, ne? Und dann kommt die Wet Season. Das, die Pollen sind. Schande. Ja, im Winter kann man nichts machen, glaube ich, weil hier alle dunkel oder. Ach, ich weiß es nicht mehr. Mama, hier ist eine Saison. Das ist wahrscheinlich. Mama, hier die zweite, hier die dritte und hier die vierte. Was ist das hier nochmal, der Bereich? Weiß ich gar nicht. Wurscht. Ach, guck mal da, die sind ja so verschwommen. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim ersten Mal. Beim letzten, ersten. Wie ist denn das? Was wollte ich denn machen, verdammt? Ich bin hier. Das heißt, ich habe wahrscheinlich vorgehabt, hier rauszugehen. Ich gehe mal nur mal gucken. Kann ich mit euch noch reden irgendwie? Habe ich das schon gemacht? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Ich denke ja eher nicht, ne? Normalerweise mache ich ja das mit den Freunden anquatschen, mache ich immer als erstes. Und nicht unbedingt als letztes, also. Ja, ich hab nichts für dich. Also ich wüsste nicht, dass ich was hab. Collectibles. Mit den Blumen kann sie ja nichts anfangen. Mit dem Stöckchen eigentlich auch nicht. Ich hab nicht genug Kudos, um irgendeinen Käse zu kaufen. Ja, sie zählt halt wieder, dass sie mit ihrem... Ach, you need some time off. Oh, ich bin bei 100 Stress. Heidewitzka. Ach du meine Güte. Relax in the lounge. Ja, geht nichts anderes. Ich bin ja total durch. Lots of kids treat the lunch as an informal study hall, especially Tangent. And Mars too, sometimes, if she's trying to impress Tangent. You crack open a textbook on your holopalm and read about some old dead earth poets. Just because you're not in class doesn't mean you can't read ahead a little bit. Viele der Kinder betrachten die Lounge, also den Aufenthaltsraum, eigentlich als inoffiziellen Studierzimmer. Besonders Tangent natürlich und Mars eigentlich auch manchmal, wenn sie sich dazu entschließt, Tangent zu imponieren. Also ich öffne ein Textbuch und auf meiner Holo-Hand und lese ein bisschen über alte, tote Erdenpoeten, Dichter. Nur weil ich jetzt gerade nicht in der Klasse bin, heißt das nicht, dass ich nicht schon ein bisschen vorarbeiten kann. Month off. Ja, ich habe 100% gehabt an Stress. Das. Wow. Oh, krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was möchte ich vergessen? Okay, die Nuller sind natürlich nicht so praktisch, ne? Es ist schon gemein, dass hier steht. Oh, das Wundern, ne? Oh. Das Wundern. Pink Candy. Ja, gut, dann vergesse ich mal das hier. Die Null ist halt ungünstig, ne? Zwei. Soll's. Ich verliere so die kindliche Unschuld dabei. Das so habe ich das Gefühl. Das finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Nee, finde ich nicht gut. Nee. So. Andererseits stimmt es auch wieder. Ne? Ich verliere die kindliche Unschuld, indem ich Karten verwende, die für mich taktisch sehr, sehr von Vorteil sein könnten. Ne? Also das ist ja im Grunde genommen, ne? Manipulativ denkend, ist ja schon die kindliche Unschuld verloren. Ist ja alles schon Hopfen und Malz, das ist schon, ja, ist ein Kind mit dem Brunnen ausgekippt und so. Der Krug zum Brunnen und das Kind aus der Wanne. Ja, egal. Mit dem Bade ausgekippt. Jubisch. Claudi, what do you think about this? Mars walks towards you, heartily stops, pulls with the hand on her hip and turns and walks away. Ja, sie macht wieder ihren Modegang. Und
schaut mich sehr, sehr eindringlich an. Gruselig. Also ich möchte nicht im Depot arbeiten. Ich möchte schon draußen die Welt erkunden und dir Dinge mitbringen, die du nicht nanoprinten kannst. Bitte was? Governor Unicode is here, frowning over a holoscreen with your mother. It has a lot of numbers on it and charts that points downwards. Your mom looks up and dismisses the screen. Do you need something, Claudie? Also dieses dismisses. Der Gouverneur, also die Gouverneurin Unicode ist anwesend und beide grübeln so ein bisschen über ein Holo-Bild. Also sie steht neben der Mutter und beide frowning, also grübeln so stirnrunzelnd, betrachten sie das. Es sind jede Menge Zahlen abgebildet und hat Tabellen und beziehungsweise ein Graph, der nach unten zeigt. Also wahrscheinlich sind die Ernten nicht so dolle, so wie es ausschaut. Und als die Mutter aufschaut, beendet sie den Bildschirm und fragt mich, was ich möchte. Warum hat sie das jetzt getan? Damit ich das nicht mitkriege, was da drauf steht? Oder weil sie einfach eine sehr, sehr hingebungsvolle Mutter ist, die sofort aufhorcht, wenn das Kind da steht? Von wegen, ja, was möchtest du? Ich würde, im ersten Moment dachte ich so, ach ja, Mutti, ne? Und im zweiten dachte ich, ja, sie ist ja mehr die Beschützerin. Also von daher, glaube ich doch Ersteres, ne? Dass ich das nicht mitkriegen soll, was da so los ist, ne? You catch your dad taking a break in the shade of the geoponics domes. Oh hey, he says, waving lazily. Taking breaks is important. Don't forget to take care of yourself, okay? Also ich erwische ihn wieder, wie er eine Pause macht. Und er sagt, hey, komm her. Und winkt mich so ein bisschen lässig zu sich rüber. Eine Pause machen ist sehr wichtig. Vergiss nicht, für dich selbst zu sorgen. Dem geht's wenigstens wieder besser, weil der ganze Pollenrotz aus der Atmosphäre gewaschen wird durch den Regen. Es bombt jetzt alles unten am Boden. Besser, der Rotz klebt unten statt in seiner Nase, die arme Sau, ne? Der old Dick. The call is dinging of something in the garden, creating a neat little stack of vegetables in his wheelbarrow. Hey, Claudie, he says, taking off his gloves to card his hand through his hair. How's it hanging? Hanging, alles klar. Also, der Kerl schaufelt gerade irgendwas im Garten und er kreiert eine sehr schöne Haufen, würde das nicht sagen. Stack ist mehr so gestapelt, ne? Ein Stapel halt von Gemüse auf seiner Schubkarre. Und als er mich bemerkt, zieht er die Handschuhe aus, fasst sich durch die Haare und fragt, was geht. Also how's it hanging? Wie schaut's aus, ne? Würde ich sagen, weil wie hängt's ist auch irgendwie ein blöder Ausdruck. So, für dich eigentlich auch nichts. Die Stückchen, die behalte ich alle selber. So, hallo. You find Tang leaning against the wall of the laboratory, looking out onto the hustle and bustle of the colony. Auntie Seren tried to talk to me about puppetry today. She says, rolling her eyes, it was a pleasure to tell her that I seem to be suffering no ill effects from the malady. Malady. Keine Ahnung. She crosses her arms and shrugs dismissively. Perhaps there's a limit to genetic recombination therapy, as I do not seem to be undergoing the effects common among those who are born to this array of hormones. I should advise Chief Engineer Instance. Ja, also sie lehnt gegen die Mauer des Laboratoriums, ja, egal, und schaut sich das rege Treiben der Kolonie an
Und sie berichtet mir, dass Tante Sedent versucht hat, mit ihr über die Pubertät zu sprechen. Und sie rollt die Augen. Und es war mir eine Freude, ihr zu erzählen, dass ich keinerlei Effekte dieses Umstandes erleiden muss. Und sie verschränkt die Arme und zuckt mit den Achseln abwehrend. Vielleicht gibt es da eine Art Obergrenze bei der genetischen Neuordnungstherapie, so dass sie selbst nicht von diesen Dingen betroffen ist, als diejenigen, die tatsächlich mit diesen ganz normalen Hormonen geboren wurden. Also sie sollte... Sie fragt sich natürlich, also was heißt fragt, das ist eine rhetorische Frage, weil sie ist ja schließlich superior, ne? Also sie ist ja allen überlegen in allem überhaupt und sowieso. Ich meine, einerseits ist sie Teenager, andererseits hat sie eben diese genetische Verbesserung, was sie ziemlich affig werden lässt und auch leider ziemlich immun gegenüber Fehlern. Und wenn sie Fehler macht, regt sie sich noch darüber auf, dass andere sie versuchen zu trösten. Also sie meint, sie sollte dann der Chefingenieurin, wie nennt man das nochmal auf Deutsch, Maschinen... Ja, es ist ja eigentlich der Maschinenraum, ne? Ingenieur. Egal. Auf jeden Fall sollte sie der Bescheid sagen, dass die sozusagen... in Zukunft alle versuchen sollte, so zu konstruieren, wie sie konstruiert wurde, denke ich mir mal. Sie findet das ganz toll. Andererseits, ich meine, ihre Arroganz und ihre Launenhaftigkeit gegenüber mir ist schon ein Indiz, dass sie da schon ein bisschen an dieser Teenager-Krankheit leidet, oder? So, dir geht's immer gut, ne? Du bist immer gut drauf. One is sitting in the sports ball, du Gott. Her feet propped up on a bench. Hey Claudie, what's up? Na, die ist immer gut drauf. Fast schon ein bisschen langweilig. Ich meine, ich mag dieses mich an Tangent reiben, ne? Und gucken, wann es in Flammen aufgeht. Er ist halt auch ein bisschen... Der ist netter, ne? Der ist dadurch auch ein bisschen langweilig. Und sie hat auch Charakter. Finde ich eigentlich auch ganz spannend. Und der Segel da ohne, der ist einfach nur... Wo ist denn der jetzt schon wieder? Wo ist denn... Ach du, warum... Achso, ich hab ja den Monat Auszeit genommen, okay. Der ist halt... Der war schon moody, bevor er überhaupt Teenager wurde. Der war sowieso schon launig. Die sulking, leaning against the outer wall of the colony with his arms crossed. Mars called me a maladopted degenerated today, he says. Then she told me she's just trying to help. Like everything would be fine if I just acted like everyone else, he scolds. Everyone thinks we are so much better than the people we left back on Earth, but they are just as close-minded and stupid. Ja, witzig ist schon, ne, dass Mars ihm erzählt, wie er zu sein hat. Dabei möchte sie ja selber extraordinary sein, ne? Also sie möchte selber besonders und geachtet und lalala, ne? Andererseits ist sie eben auch ein bisschen übergriffig, indem sie anderen halt gerne Vorschriften macht. Von daher passt es wiederum. Aber das ist, jeder sieht nur so bis zum Tellerrand und nicht drüber hinaus. Und das, was ihn auf dem Teller betrifft, das möchte er oder sie eben beeinflussen. Aber dass die Welt aus mehr besteht als nur Tellersuppe, das raffen manche anscheinend nicht. Ich meine, ist ja auch schwierig, ne? Weil du hast ja nur einen begrenzten Einfluss. Name. Und sich dann Gedanken darüber zu machen, dass das Klima im Arsch ist, ne? Das ist so weit weg und du kannst ja als Einzelperson, bist du so ohnmächtig. Und wenn dann jemand was tut, dann wird sich noch drüber lustig gemacht. Ich meine, gut, ich würde mich auch nicht auf einer Straße festkleben wollen. Erstens mal aua. Zweitens mal hätte ich Schiss, dass irgendeiner halt ausflippt, was ja auch jetzt passiert ist. Ich meine, so ein Autofahrer ist... Ne? Der wird er von der Bild-Zeitung auch noch sozusagen angefeuert. Von irgendwelchen. Ja. Wer ist ausgerechnet die Bild-Zeitung?
dieses autokratische Gebilde von Pseudo-Recherche. Also, und die erzählen einem dann, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgeschafft werden sollte. Ausgerechnet die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung erzählt was von Parteilosigkeit. Ich meine jetzt ernsthaft. Dieses populistische Drecksblatt erzählt uns, wie Moral funktioniert. Und wie war die Gruppe? Ich glaube, die Ärzte haben doch, glaube ich, gesungen. Das Blatt, wie war's? Hass, Hetze und Wetterbericht. Irgendwas, irgend so. Titten, Hass, Titten, Wetterbericht. Irgend so ein Scheißdreck war da drin, ne? Irgend so ein Scheißdreck. Mehr ist ja auch nicht drin. Also. Damit kannst du ja noch nicht mal einen Fisch einwickeln mit dem Drecksblatt. Also, er ist gerade am Schmollen. Wie komme ich jetzt da drauf? Ja, es ist. Ich reg mich über Dinge auf, die vollkommen irrelevant sind, weil, ne? Ist ja nur die Bild-Zeitung. Die ist ja nicht relevant. Leider für manche schon, aber ja. Also er ist wieder am Schmollen, weil Mars ihn halt betitelt hat. Und er findet es eben nicht gut, dass jeder versucht, ihm zu suggerieren, dass er sich ändern soll, dass er sich mehr anpassen soll, dass er nicht so sein soll, wie er ist. Was natürlich kontraproduktiv ist, ne? Umgekehrte Psychologie, das heißt, er macht's gradselerz, was ja auch für sein Verhalten irgendwie auch natürlich ist. Einerseits ist er eben anders, jeder ist individuell und diese Individualität ausleben zu dürfen, ist ein sehr großes Geschenk. Andererseits ist er dann auch irgendwie festgefahren, weil er aus Trotz genau die Schiene weiterfährt, anstatt eben Möglichkeiten auszuloten. Er wird durch dieses Verhalten von anderen daran gehindert, selber Dinge zu tun. Kenne ich aus meiner Jugend, weil ich habe Rosa, die Farbe Rosa habe ich vollkommen abgelehnt, einfach nur weil ich aus Protest nicht in diese Mädchenschublade gesteckt werden wollte. Jungs hatten immer viel coolere Spiele, die durften angeblich mehr, zumindest war das so in meinem Kopf. Und ja, umgekehrt war es wahrscheinlich für einen Jungen genauso. Der durfte dann bestimmte andere Dinge nicht tun, weil es dann zu mädchenhaft war oder so ein Scheiß, ne? Oder er dachte, er dürfe das nicht tun. Und also es ist einfach Stuss, diese Grenzen eben zu bekommen, die völlig irrelevant halt sind, ne? Wenn es Grenzen sind, die deinen Leib und Leben halt beschützen sollen, dann ist das was anderes, aber. Also, wenn es um Klamotten geht, ist doch so scheißegal, was für eine Farbe das Ding hat. Ob der jetzt in rosa, rot oder in lila rumrennt und dann irgendeiner sagt, hey, ich sehe aus wie ein Mädchen. Ja, wen juckt's? Dann bist du halt so blöd zum Gucken. Wo ist das Problem? Ich wurde so oft als Kerl identifiziert, weil, und das waren alles alte Menschen, die einfach in einem bestimmten Schema drin waren. Es hat mich allerdings verletzt, weil ich dachte, ja, ich bin aber ein Mädel. Ich habe lange Haare. Wo ist, wie, wieso? Verstehe ich nicht. Wieso erkennt ihr das nicht? Aber das hat ja nichts mit mir zu tun, das hat mit denen zu tun. Und das habe ich halt lange gebraucht, bis ich das gerafft habe. So, wenn es regnet, ich wollte ja die nahegelegenen Sachen, ne, habe ich ja dieses Jahr erforscht, beziehungsweise die Plains hatte ich ja komplett schon erforscht, glaube ich. Globisch. So. Gehen wir mal in die Richtung. Ich weiß nicht, ob ich die andere Richtung schon hatte. Mal in die andere Richtung. Ich meine, in die wäre ich gelatscht. Nee, da hinten ist zu. Okay, hier ist offen. Ich sehe auch nirgendwo Loot. Hier kann ich lang. Da käme ich wieder zurück, ne? Ich sehe auch wirklich nirgendwo Loot.
Also entweder habe ich das alles schon abgegrast. Okay. Warte mal, kann ich noch meine Karten umändern? Gier war es, ne? Challenge. Ja, wenn ich auf Tiere treffen würde, aber ich glaube, hier sind nicht so wahnsinnig viele Tiere zugegen. Aber falls ich eine Challenge brauche, irgendwas zu gelben Karten, also Empathie und Kreativität und Mut, weiß ich jetzt nicht, ob ich das hier so großartig brauchen werde hier draußen. Sei es drum. You're minding your own business when you stumble into. Also ich kümmere mich um meinen Kram, als ich gerade über irgendwas stolpere. There's something here, something invisible that makes the hairs on your arms stand on end, like an electric aura. As you walk forward, it begins to feel like something nipping at your ankles, but when you look down, there's nothing there. You back away. The sensation stops. You move forward. Oh, it's worse. The feeling is like tiny electric bites, and it's growing more intense. Some kind of microscopic gnats? An electric field of some sort? It hurts. But maybe you can find a way to avoid it and get through this area. Also, da ist da irgendetwas. Etwas Unsichtbares, das meine Haare zu Berge stehen lässt. Wie eine elektrische Aura. Als ich vorwärts gehe, fängt es wieder an meinen Fußgelenken zu kitzeln. Nipping ist mehr so Kosten. Also wenn man mit den Lippen zusammen auf etwas knabbert. So, würde ich sagen. Nee, Nipping ist mehr so ein Schluck Nippen, ne? Egal. Okay. Als ich nach unten schaue, ist da überhaupt nichts. Ich trete zurück. Das Gefühl stoppt. Ich gehe vorwärts und es wird schlimmer. Das Gefühl ist wie kleine elektrische Bisse. Und es wird immer intensiver. So eine Art von Microscopic Netz. Netz, was ist denn das? Netz. Also mikroskopische Mücken. Ah, mikroskopische Mücken. Mikroskopische Mücken, nicht Mikro. Ein elektrisches Feld? Es schmerzt. Aber vielleicht finde ich einen Weg, um das Ganze zu vermeiden und trotzdem durch dieses Gebiet zu kommen. Also, ich habe hier eine Challenge. Ich habe hier mir eine Karte mit Challenge, habe ich hier drauf. Passive it. Also, vermeiden bedeutet wahrscheinlich, dass ich zurückgehen muss. Das heißt aber, ich habe keinerlei Möglichkeit mehr. Ich müsste dann die komplett andere Richtung gehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Also ich habe ja, wie gesagt, die Challenge, die Herausforderungskarte habe ich mir extra genommen. 27 Punkte. Könnte ich, glaube ich, sogar hinkriegen. Brauche ja nur 9 pro Runde. Also das wäre gar nicht mal so. So. Warte mal. Plus 2 Karten? Und das wäre eine 13 und das wäre eine 13. Also das ist eine 7. Wenn ich da 2 dazu mache, habe ich plus 3. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Pass mal auf, wenn ich...
wenn ich das hier dazu mache, die 9. Ach, da kriege ich 4 Punkte dazu statt nur 3. Nee. Nee. Stimmt nicht. Das sind 2, das ist 3, das ist 4. Das hat doch damit nichts zu tun. Okay, würde ich dann doch so. Ach so, das dupliziert sich da unten. Oder wie, oder hä, oder hä? Was, wie? Wurscht. Egal, 13. 13 ist eine super Zahl. Okay, also ich habe hier die 5, die 5, die 1, die 1. Einwandfrei. 1A. Super, super Zahl. Ich bin schon ewig drüber. Ich habe schon gewonnen. Aber ich möchte jetzt wissen, was passiert, wenn ich das noch hier drauf klatsche. Ob ich da richtig Kudos kriege oder so. Nee, warte. Nochmal anders da. Das. Das. Das, das und das. Super Goal. Wenn ich die hier wegnehme und die hier noch drauf, dann kriege ich sogar 19. Oh, ich krieg jetzt nur einen Punkt dazu, aber das ist egal, ich wollte es halt wissen. By trial and error and a little intuition. Wie wird denn das auf Englisch gesprochen? Intuition. Keine Ahnung. Intuition. Intuition, okay. Intuition. Intuition. You find a route through, whatever it is. The shock seems strongest near some low-lying fractal palms. You can hear a humming from the palms and decide it must be some kind of natural electric field, maybe to ward off animals like you. Also, bei Versuch und Trial and Error. Wie nennt man das auf Deutsch? Trial and Error. Bei Versuch und Fehlschlag, ne? Trial and Error. Trial heißt nicht Trail. Trial and Error Methode. Probieren, Versuch und Irrtum, okay. Trial and Error Method. Trial and Error Method. Die kleinen Stromschläge scheinen besonders stark bei einem Fraktal Palms. Also Palms ist eben die Handfläche und einer zerstückelt liegenden Hand. Fraktal, weiß ich nicht. Wie soll ich denn das übersetzen? Fraktal. Fraktal. Ja, toll. Fraktal. Super, danke. Fraktal mathematisch. Ey, danke. Jetzt weiß ich's. Jetzt bin ich voll im Bilde. Was ist... Wenn das jetzt in einer... Ach, fragwürdig. Ähnliche Begriffe. Wenn das jetzt in einem Satz drin wäre, würde ich es viel besser verstehen. Wenn das nur so ein einziges Wort ist, denkst du dir... Hä? Das ist wie mit Fakten. Ne? Wenn du sowas kalt-nüchternes hingeklatscht kriegst oder eine Jahreszahl und du weißt nicht die Umstände, das ist schon schwierig. Ne? Das ist schon schwierig. Dann begreift man das nicht so gut. Also ich zumindest. Also die kleinen Stromschocks, Schläge, die scheinen sehr, sehr gravierend eben bei dieser
fragwürdig aussehenden Hand zu sein. Und ich höre ein gewisses Summen von dieser Hand ausgehend. Und ich denke, es wird so eine Art natürliches elektrisches Feld sein, das normalerweise eben Tiere fernhalten soll, wie mich zum Beispiel. Ich bin ja auch nur eine Art Tier. Ich bin das Monster in diesem Game. Oh, guck mal da, Loot. So. You stop for lunch. Eating an earth treat grown from your own greenhouses. A watermelon. Nice and sweet, like a more solid water butter to pot. You munch away, spitting out the seeds. Practice spitting seeds, just relax. Okay. Also jedes Tier, das mich dann beobachtet, würde den Augen. Okay, alles klar. Also ich halte für einen kleinen Snack an. Beziehungsweise fürs Mittagessen. Lunch ist ja Mittag, ne? Ja, Lunch ist Mittag. Okay. Dinner ist Abendessen. Ich esse eine Erdenfrucht, und zwar die in unseren Gewächshäusern angebaut wurde, eine Wassermelone. Süß und schön und süß. Nett und süß. Nice. Wunderbar, ja. Sie ist wie eine feste Watato-Pot. Dieses Watato, das ist ja so eine Art Mischung aus Kartoffel, Tomate oder was. Irgend so ein komisches Mischding, was die hier kreiert haben. Und ich kau so vor mich hin und spucke die Kerne aus. Was mache ich jetzt? Mache ich Weitspucken? Oder entspanne ich einfach? Also natürlich, ne? Also Weitspucken hätte ich jetzt Bock drauf. Mal gucken, was passiert. You take the challenge seriously. Lining up 10 targets and keeping score. You aim improves. Ich werde tatsächlich in meiner Zielvorrichtungs... in meinem Zielen werde ich besser dadurch. Ich mache das Ganze sehr, sehr ernsthaft. Und zwar setze ich tatsächlich irgendwelche Ziele auf, die ich versuche zu treffen, und ja, ich werde immer besser. Done. Ah, ich bin hier auf dem Hügel. Oh, warte. Ich hätte da unten auch hochgehen können. Ach, da hätte ich auch die Abkürzung nehmen können. Witzig. Habe ich nicht gesehen. Ich bin auf den eingetretenen Faden, aufs getretenen Faden bin ich unterwegs. This planet is full of sort of bugs. Full of all sorts of bugs. Like wigglers, hopping beetles, shining creepers and snaily things. Oh my. You crouch on the long grasses and explore a square meter in great detail. There's so much to see. You don't even know what any of these things are. They may not even have names yet. Touch one, just watch. Ja, mit den Füßen drüber flatschen ist irgendwie sicherer, als dran rumzupopeln, würde ich sagen. Also dieser Planet ist voll von allen möglichen Sorten von Käfern. Kleine... To wiggle ist sich winden. Also wahrscheinlich so kleine Würmer wird damit wahrscheinlich gemeint sein. Hüpfende Käfer. Glänzende Krabbler. Und schlangenartige Dinge. Also, Wigglers. Gibt's das tatsächlich? Ringeltiere. Ja, Regenwürmer, ne? So, in dem. Und Creepers ist halt. Ja, Krabbler, würde ich sagen. Jemand herankriechend, ne? To creep. Schlingpflanzen. Oh! Kriecher. Ja, Kriecher schon, aber Kriechpflanzen. Genau. Hätte ich jetzt falsch. Und ich bücke mich nach unten und schaue mir ein Stück Gras an, und zwar genau einen Meter auf einen Meter, und schaue mir ganz detailliert an, was da so abgeht. Und da ist so viel zu sehen. Ich weiß noch nicht mal, was das alles sein soll. Die haben vielleicht noch nicht an meinen Namen, die kleinen Dinger. Und ich werde jetzt entweder anfassen oder einfach nur beobachten, und ich werde natürlich nur beobachten. Warum sollte ich die da dran rumfuchteln und sie bei ihrer Arbeit stören? You stare with a big eyes at the wonders of the natural world. Ah, ich betrachte diese wunderbare Welt mit ganz großen Augen.
So viel zu, ich verliere mein kindliches Wundern. Sehr schön. Sind sie da unten? Ach, das ist sogar ein Vieh. Oder ist auch ein Vieh? Ich glaube, das Vieh ist bestimmt gefährlicher als das Vieh. Obwohl, das sehe ich jetzt von hinten. Ah, nee. Oh, 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 oh. Blume, Blume. Meine Blume. Oh, oh, das ist ein größeres Tier. Die Kleinen sehen ja noch niedlich aus, ne? Der da sieht schon ein bisschen moppeliger aus. So ein bisschen gefährlicher. Also, ich weiß nicht. Wie ist denn das? Sollte ich da vielleicht doch mein Gear Challenge plus 1 Animals. Ich würd das hier reingreifen. Fotofonor. Zehn plus Combat. Ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht mich mit dem Kleinen da anlegen wollen. Ich würde auf Empathie gehen wollen, ehrlich gesagt. Ich meine, es kann jetzt tierisch in die Hose gehen, aber... Ne, alles, was größer ist als ich, ist schon mal potenziell mein Feind. Und das sag ich mit 1,80 Meter. There, in the clearing, the most majestic creature you've ever seen. It's like a unicorn from your dad's storybooks, but with leathery reptile skin that shines when the light hits it. It moves so softly, like it doesn't even disturb the ground. It could be dangerous, but you want to see what it does. Oh, da auf der Lichtung ist das majestätischste Wesen, das ich je gesehen habe. Es ist fast wie ein Einhorn aus den Märchenbüchern meines Vaters, aber mit einer lederartigen Reptilienhaut, die aufschimmert, wenn das Licht darauf trifft. Es bewegt sich so sanft, als würde es noch nicht mal die Umgebung, den Boden berühren. Es könnte natürlich gefährlich sein, aber ich möchte schon wissen, was es tut. Also, be as quiet as possible, sei so leise wie möglich. Eat some snacks while you watch, das ist schon mal eine dumme Idee, wenn man, ne? Oder es attackieren, oh danke. Wie blöd ist das denn? Also es zu attackieren ist schon mal das Dümmste, was du machen kannst, vor allen Dingen, weil ich jetzt nicht auf Combat gegangen bin. Wenn ich jetzt aber etwas essen sollte, wird es natürlich bestimmt aufmerksam. Ich meine, Geruch, hallo. Und ich kaue sehr laut. Also so leise wie möglich sein bedeutet natürlich, dass ich hier eine Challenge gleich haben werde. Und ein Tier zu füttern ist eine ganz dumme Idee. Erstens mal weißt du nicht, ob die es vertragen. Zweitens kriegst du da nicht mehr los. Das ist, nicht nur, dass du nicht mehr loskriegst, sondern die verlassen dann vielleicht auch ihr angestammtes Territorium, weil du eine potenzielle Futterquelle bist. Und dann finden sie sich wieder an irgendeiner unbekannten Stelle. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist so, als würdest du aus dem Wald irgendwas rauslocken und dann an der Hauptstraße wohnen und dann drauf, ne? Ja, toll. Also, so leise wie möglich. Gut. Das, ich mache mir viele Gedanken über so einen Scheiß. Ja, das ist tatsächlich so. Okay. Ist wieder 27. 27. Ich habe 1, 2, 3, 4 Zweierkarten. Ich würde... Ich würde natürlich auf die höchste gehen wollen. Das wären 12. Wenn ich die zwei hier wegnehme... Hätte ich nur 11.
Wenn ich... Hätte ich nur 10. Hätte ich auch nur 10. Also wäre es doch besser, wenn ich so nehme, ne? Da hätte ich immer noch 12. Okay, probieren wir es. Weil ich brauche ja nur 9. Das ist ganz gut. Ganz gut. So. Was haben wir denn hier? 2x2. Ach, sehr durcheinander gewürfelt. Das ist sehr durcheinander gewürfelt. Aber hohe Zahlen, das ist auch schon mal gut. Dann würde ich die 2 nehmen. Bin ich auch drüber von dem, was ich eigentlich benötige, ne? Ich hatte, was, 12 und... Ja, ja, gut. Ich könnte jetzt eigentlich schon gewinnen, ne? Aber ich mach die Kartenspiele, finde ich eigentlich ganz witzig. Okay, warte mal. Hier. Ja, was soll's, komm. Doof. As you settle in to watch it from behind a strand of mush trees, the unisaur looks up towards you, startled by your movement. You try to hold perfectly still and quiet your breathing. Als ich mich gerade zum Beobachten hinter einem Pilzbaum stelle, lauscht, wird der ein Saurier, der ein Saurier wird aufmerksam und schaut zu mir. Er hat meine Bewegung wohl bemerkt. Und ich versuche, so still wie möglich zu stehen und meine Atmung ganz flach zu halten. After a tense moment, it goes back to its business. First it sniffs out a good tree and rubs the scent glands in its neck against it thoroughly. Also genüsslich, bedenklich, nicht bedenklich. Es gibt ein besseres Wort. Warte mal. Gründlich, sorgfältig, tüchtig, eingehend. Es gibt noch ein anderes Wort, ich komme jetzt nicht drauf. Wohl durchdacht. Genau. Wohl durchdacht. Das, ungefähr das hatte ich gesucht. Also nach einem sehr, sehr angestrengten Moment geht es wieder zurück und tut das, was es so tut. Zuerst schnüffelt es an einem Baum und dann reibt es seinen Geruchglanz, also so Geruchdrüsen an seinem Nacken, reibt es daran, wohl durchdacht, also sehr hingebungsvoll. Then it pees like a crystal waterfall on a rock. Everything does seem magical. Also nachdem es dann eben seine Markierung gesetzt hat, pinkelt es auf einen wie ein kristalliner Wasserfall auf einen Stein. Alles, was es tut, sieht so magisch aus. Süß. Yuppie, honey water. Next, it sharpens its horn against the rock, which is scored with marks from having done this before. This must be its favorite sharpening rock. You notice the bulge on its stomach. It must have a huge meal recently. Also, als nächstes schärft es sein Horn an einem Stein, der schon eine ziemliche Markierung übersät ist. Also anscheinend hat es das schon öfters getan. Das scheint wohl sein bevorzugter Schleifstein zu sein. Ich bemerke gerade die Beule an seinem Bauch und es muss wohl eine sehr große Mahlzeit letztens gehabt haben. Allerdings würde ich mal davon ausgehen, es ist ein Weibchen. Eventually it curls up for a nap.
You quietly sneak away. This was so wonderful. Bertumna is a magical place. Also, nach einiger Zeit legt es sich hin und schläft ein, macht ein Nickerchen und ich schleiche leise von dann. Oh, es war so wunderschön. Dieser Planet ist ein magischer Platz. Ein magischer Ort. Bisby, all collectibles glow? Highlight collectibles. Ach, ich kann das Loot jetzt nicht mehr übersehen, weil alles leuchtet. Das finde ich geil. Das ist geil. Dann kann auch so eine Schnarchpfeife wie ich das nicht mehr übersehen. Das ist ja sehr schön. Ach, guck mal da. Der Lütte. The second sun is beginning to set. You are planning your route back to the gates when your spot dies in the distance. He waves you over. Hi, Cloudy, he says gloomily. Gloomily is mir hi, Cloudy. He sighs. I wish we didn't have to go home. I wish we could stay out here forever. Also, der Moment, als die zweite Sonne am Untergehen ist, versuche ich meinen Rückweg zu planen, um wieder an die Tore zu kommen, als ich gerade Dice erblicke. In the distance, in einiger Ferne. Er winkt mich zu sich rüber und sagt und begrüßt mich sehr, nicht unbedingt traurig, aber bedrückt. Er seufzt. Ach, ich wünschte, wir müssten nicht nach Hause gehen. Ich wünschte, wir könnten hier für immer draußen bleiben. Und meine Antwort ist entweder, ja, wünsche ich mir auch, oder ich würde meine Eltern vermissen, oder ich wäre viel zu ängstlich hier draußen. Ich würde meine Eltern vermissen, wenn ich hier draußen bliebe. Also es ist schon spannend, ja, aber ich würde, ja, ich habe ja schließlich, ne, Familie, Verantwortung, ich meine, deine Schwester ist halt eine Säckeline. Ich weiß gar nicht, haben die Eltern die zwei? Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich, ich wüsste nicht, also ich wüsste doch nicht wer. Die sind beide halt Experimente aus dem Labor, so auf die Art, ne? Ich würde meine Eltern vermissen. What if, he begins, what if we didn't go home, today I mean, what if we stayed out and camped overnight? He gestures to the pack on his back. I brought a tent, just in case, and a parameter sensor, and I found a spot right near the depot that looks safe. Also, was wäre, sagt er, was wäre, wenn wir nicht nach Hause gehen würden? Also so heute, meine ich. Was wäre, wenn wir heute Nacht hier draußen campieren würden? Er zeigt auf seinen Rucksack. Ich habe ein Zelt mitgebracht, nur für den Fall. Und ein Gegendabtaster, also ein Perimetersensor, also der ja, wie gesagt, der die Umgebung scannt. Und ich habe einen richtig guten Fleck gefunden, nahe des Depots, der sicher aussieht. Nein. Also, ich brauche die ganzen Antworten nicht zu lesen. Ich sage einfach nein, weil das ist unverantwortlich. Wir hätten vorher Bescheid sagen sollen. Dann wäre das was anderes, aber so nein. Yes, camp out. No. Okay, I guess. Also, die erste Antwort ist, yeah, Begeisterung. Natürlich, campen, super, klasse. Die zweite Antwort ist, okay. Schätze schon. Die dritte Antwort ist, nee, dafür kriegen wir Ärger. Und vierte Antwort, nee, das wäre viel zu gefährlich. Und ja, die würden sich natürlich Sorgen machen. Da würde ein Trupp kommen und suchen und das ist unnötig und das muss nicht sein und nee, also einfach nein. Ne? Da, also als Teenager weiß ich nicht, ob ich... Nee, ich glaube, ich wäre da zu schissrig gewesen auch. Also entweder das oder das. Also nein, wir werden dafür Ärger bekommen. Das bin ich natürlich, für ihn bin ich total uncool. Oder... Nein, es wäre zu gefährlich. Ja, weiß ich nicht, ob es gefährlich wäre. Ich würde eher, nee, dafür kriegen wir Ärger. Yeah, maybe you're right, he replies, looking disappointed. I'll see you back at the colony. I have to do something first. Oh, er ist doch ein bisschen... Ah, er braucht ja schon irgendwie einen, der so ein bisschen mitschubst, ne? Also, er hat zwar Ideen, aber so ganz alleine...
Also ganz alleine fände er auch irgendwie uncool, ne? So zu zweit ist man mutig schon, ne? Also, ja, vielleicht hast du recht, erwidert er und sieht sehr enttäuscht aus. Ich sehe dich dann zurück bei der Kolonie und ich hab noch was zu tun. Jetzt geht er jetzt ein bisschen schmollen. Also zumindest ist er nicht stinkig geworden, das ist schon mal viel wert. You head back towards the depot. You wonder if Dice is going to try to camp out alone. And if he'll be okay without you. Also, soll ich jetzt nach Hause gehen oder weiter kundschaften? Ja, ich habe noch jede Menge. Ne? Ich bin ja noch fit. Es ist zwar, wird zwar dunkel, aber ist mir doch egal. Also ich bleib noch ein bisschen hier. Dann kriege ich vielleicht auch Ärger, aber zumindest, ja. Nee, dann würde ich ja, also ich würde ja schon noch ein bisschen bleiben wollen, ne? Aber wenn ich jetzt Keeps Exploring mache, wie gesagt, es ist ja schon Abend. Das ist jetzt inkonsequent. Das wäre jetzt sehr inkonsequent. Ich will nicht übernachten, ich will ja wach bleiben. Also ich gehe wieder zurück zum Depot, steht hier. Und ich frage mich, ob Dice tatsächlich versucht, hier draußen zu kampieren und ob er ohne mich in Ordnung bleibt. Ob alles in Ordnung bleibt. Ich glaube, es ist der letzte Tag, ne? Nee, es ist der erste Tag. Da kann ich doch noch nach Hause gehen. Ich bin vernünftig. Ich bin langweilig, vernünftig. Überaus. Aber ich krieg trotzdem einen Punkt mit ihm. Okay. Oh, ich habe zwei Mutigkeitspunkte gerade. Geil. Für was? Also, der nächste Monat. Jetzt gehe ich alle nochmal anquatschen und dann gehe ich dieselbe Straße. Oh, was ist das? Ah, die Blubberfruit. Und Faribis. Also, wie so ein Geier. Es schifft doch die ganze Zeit wie Hölle, ne? Und er liegt aber auf dem Boden und guckt sich den Himmel an und ist ganz verträumt. Und er ist begeistert darüber, dass er wieder auf festem Boden ist, statt auf Metallenem in dem Raumschiff. Hat er schon mal erzählt. So, sie erzählt wahrscheinlich auch das Gleiche. Ja, sie gibt mir was zu essen. Eine kleine Ration aus ihrer Tasche. Mit Fussel dran wahrscheinlich. Okay. Mars is frowning intently at their holopalm, trying a new message. Typing a new message. Ah, okay, ja. Sie erzählt wieder, dass sie auf dem allgemeinen Brett die Frage nach, wer ist die coolste Person, ist natürlich wieder ein bisschen gemüfft, ein bisschen angezeckt, dass das Com als coole Person angesehen wird, statt ihrer. Ausgerechnet von Anemon, weil Anemon ist ja, die himmelt ja ihren Bruder an, ohne Ende. Das ist völlig normal. Und sie meint ja, der wäre nicht cool, er wäre hottest. Also genau das Gegenteil. Was in meiner Generation eigentlich das ziemlich das Gleiche ist. Ob jemand cool ist oder hot, ist, ja, ist, ja, Kompliment halt, fertig. So. Die Olle hier. Wie ist es? Ah, sie redet. Siehst du, also dafür, dass das Teenager-Tum sie überhaupt nicht interessiert, redet sie ziemlich oft darüber. Das ist so wie jemand, der ständig Sexwitze macht. Der hat zu wenig davon. So wie bei den Golden Girls, als Rose meinte, ja, meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, jemand, der ständig darüber redet, hat keinen. Und ich meine, Blanche redet ja nur darüber. Und als Rose dann sagte, dass sie mit ihrem Mann jeden Tag nach der Arbeit die ganzen, was weiß ich, wie viele Jahre ihrer Ehe, und Blanche war so eifersüchtig, Und Rose, ja, das ist doch völlig normal, wir waren ja schließlich verheiratet. Das ist so geil. Die Serie war der Knaller. Rose war die Beste. Ich mochte alle. Dorothy war natürlich meine Herz allerliebste, ne? Die
unfassbare Fassungslosigkeit, die dir als an den Tag legte bei dem dummen Gespräch drumherum und ihre sarkastischen Kommentare so geil. Und der Blick, den sie also in die Kamera warf, so. Okay. diesen Blick habe ich auch manchmal. Aber ist mehr so aus arrogant geboren, ne? Arroganz. Also, I already spend a little time around other teenagers as possible, Tank sniffs dismissively. But now that everyone smells and is growing hair in unfortunate places, absolutely not. Her lip curls in disgust. What a cosmic joke. Hormones that encourage us to be intimidate with one another, while simultan, also gleichzeitig, simultaneously. Simultaneously turning us into disgusting, sweaty, stinking beasts. Ah, no, thank you. I have never allowed my biological to dictate who I am, and I don't intend to start now. Ja. Also ich habe schon vor, so wenig Zeit wie möglich mit anderen Teenagern verbracht, sagt die Tang und schnieft abwehrend. Abschätzig. Aber jetzt, wo jeder anfängt komisch zu riechen und Haare an unmöglichen Stellen zu bekommen, absolut nein. Und ihre Lippen schützt ihre Lippen mit Ekel. Was für ein universeller kosmischer Witz. Hormone, die uns auffordern und dazu bringen, intim mit anderen zu sein, die gleichzeitig aber uns in widerliche, stinkende und schwitzende Bestien verwandeln. Nein, danke. Ich habe niemals meiner Biologie erlaubt, zu bestimmen, wer ich bin. Und ich werde es auch, und ich denke auch nicht, dass ich damit anfangen werde. Der Witz ist ja, eigentlich hat doch ihre Biologie eine gewisse Bestimmung und Rechtfertigung ihres Verhaltens ja gegeben. Ich meine, wie gesagt, sie ist genetisch verbessert und dadurch fühlt sie sich auch besser gegenüber anderen. Also im Grunde genommen hat sie sich gerade selbst entlarvt. Das Problem ist, das wissen die meisten nicht. Andererseits, ich meine, ich bin ja hier mehr so die Schweigsame anscheinend in dem Spiel. Also ich gebe ja jetzt selten Kontra. Ich meine, ich möchte den anderen ihre Gefühle nicht verletzen. Anstatt ihnen zu sagen, hey, du schwitzt einen Scheißdreck zusammen, das glaubst du gar nicht. Und dann gibt es dann solche Momente, ne, wo du einfach aus Anstand auch die Fresse halten solltest, an Ostern, an Weihnachten, an Geburtstagen. Aber genau dann, wenn du es versuchst, am meisten drin zu behalten, dann platzt es aus mir raus. Anstatt, dass du das machst, wenn du allein mit demjenigen bist, ne, so. Komm mal kurz mit vor die Tür, so auf die Art. Ich muss dir was sagen. Nee, es ist, ja, vor anderen dann die Show abzuziehen, das ist nicht gut. Das ist echt uncool. Aber manchmal musst du einfach Tacheles reden. Das ist, also, außerdem, es ist ja Familie, ne? Wenn die nicht wissen, was du für ein Arsch bist, dann ist es egal. 21, 22, one counts, bouncing a sports ball on her knee. 24, 25, 26. Oh, hey, Claudia. She tucks the sports ball under her elbow and smiles at you. What's up? Also, sie trainiert mal wieder. Wie immer. Ne? Also, ja. Die hat das Zählen wahrscheinlich auch mit dem Ball gelernt. Ne? Bum, bum, bum. Dreimal gehen die Erbse, dreimal gehen die Erbse, dreimal gehen die Erbse. Wie viel Mal ist das gewesen? 9. Ach, Schande. So. Labert, den übersehe ich ja meistens, ne? Cal takes a deep breath and it lets it out into a huge sigh. I love the smell in the air here, he says. It's not clean like the strato, but like, it's fresh, if you know what I mean.
It smells like dirt and compost and manure and growing things. And when I breath it in, it's just... He takes another breath. It just reminds me that everything here is alive and important. Also, Cal atmet tief ein und lässt einen großen Seufzer aus. Ich liebe es, wie die Luft hier riecht, sagt er. Es ist nicht sauber wie auf der Strato, also dem Raumschiff, aber es ist frisch. Weißt, wenn du weißt, was ich meine. Es riecht nach Schmutz und Kompost und... Okay, das Manure habe ich schon wieder vergessen, was es heißt. Manure. Dünger. Das hat doch so einen stechenden Geruch normalerweise. Manure. Manure. Das hat doch so einen stechenden Geruch normalerweise, oder? So Stickstoffverbindungen mit irgendwelchen komischen Gasen, die da dabei noch entstehen. Weil man kann eine Bombe draus bauen, habe ich mir im Internet... im Fernsehen gelernt. Dass man das im Internet lernen kann. Ich habe... Aber, gehen wir mal auf Startpage.com. Wie baue ich eine Bombe? Bin mal gespannt, ob es FBI gleich hier... Achso, warte mal, jetzt habe ich auch noch die verkehrte. Wieso habe ich Startpage.com? Warum habe ich jetzt hier eine Werbung? Hochwertige Suchergebnisse unter Wahrung der Privatsphäre. Ja, deswegen habe ich ja dich. Jetzt hättest du... Nochmal, wie baue ich eine Bombe? Bombay. Okay. Bauanleitung für Bomben im Inter... DIY, Bombe bauen. Dünger, Nagellack, Poolreiniger. Was? Let's make boom. Rohrbombe. Hilf mein Sohn wieder eine Bombe bauen. Scheiße, im Internet kriegst du wirklich jeden Rotz. Gut. Ich werde da jetzt nicht draufklicken, das muss nicht sein. Und ich habe die jugendfreie Version, ne? Ich habe nicht Google, ich habe Startpage. Das ist zwar auch Google, aber erstens mal wird da nicht per Datenkrake allen Mücher Scheiß gesammelt und ich habe gleichzeitig eben die unter 18 Version. Weil, ganz ehrlich, wenn du mal aus Versehen irgendwas Asiatisches gegoogelt hast, also was heißt aus Versehen? Ich wollte eigentlich was Asiatisches googeln. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, es war ein Comic. Ich meine, es war ein Comic. Und dann kommst du bei Google auf einer Seite aus, du denkst im ersten Moment so, ist das Deo? Die Behälter sehen aber komisch aus. Bis du dann merkst, das war eigentlich eine asiatische Seite für diverses Erwachsenenspielzeug. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich das gerafft habe. Ich bin ein bisschen lazy, ich bin ein bisschen langsam in den Beziehungen. Auf jeden Fall genießt er es sehr. Er atmet ein, atmet aus und ach, fühlt sich hier richtig lebendig, weil alles drumherum lebendig ist. So, jetzt haben wir den hier wieder am Wickel. Dice is fiddling with the toggles in his jacket, watching the comings and goings of expeditions. I wanna go out, them. Wanna go with them. Also er labert wieder darüber, dass er da raus möchte. Das Problem ist, er war ja vorhin schon draußen. Also es klingt so, als wäre er noch in der Phase, wo er noch gar nicht nach draußen durfte. Das ist richtig schneidig. Richtig schnall ich es nicht. Aber egal. Ja gut, manche Texte sind halt, die gibt es nicht wirklich eine Erweiterung anscheinend. Also, wie ist denn das nochmal mit der Karte? Ich will die ganze Zeit in den Prosaic Plains. Da war es hübsch. Ich war jetzt die ganze Zeit nearby. Also ich habe hier alles abgegrast in dieser Saison. Deswegen kann ich nicht noch weiter dort irgendwas tun. Deswegen bin ich jetzt hier. Hier habe ich noch nie alles abgegrast. Hier ist eigentlich interessant, weil da wahrscheinlich eine Art von Gegenmedizin zu finden sein könnte, was dieses Leiden von den anderen eben kurieren möge. Ob es natürlich so ist, wissen wir noch nicht so genau. Also es ist ja nur ein Gerücht. Aber ich darf im Moment nur hierher.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass das sozusagen die erste Version ist, die ich abkrabbeln darf. Und dann, dass ich nicht gestorben bin, ist schon wahrscheinlich Grund genug, dass sie sagen, oh ja, die scheint sich gut rauszukennen. Dann könnte ich wahrscheinlich so gegen den Uhrzeigersinn bis irgendwann hierher. Würde ich mal vermuten. Aber ich meine, das sind Gedanken, die ich mir mache, die eigentlich nichts zu sagen haben, außer halt meinen Gedankenspielen. Also ich werde jetzt wieder, wie gesagt, das nahegelegene abgrasen. So. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinten so drumherum komme oder so. Nee, da wollte ich eigentlich nicht. Keep exploring. Okay, hier war zu, hier bin ich drumherum geeiert, ne? Und ich werde ja auf so einen kleinen Kritter, werde ich ja tatsächlich auch stoßen, vermutlich, ne? Da werde ich wahrscheinlich drauf stoßen. Also ich habe das Große betrachtet, da unten hockt ja einer. Und da hockt einer. Ach, das ist was anderes. Ah ne, da unten geht's doch noch weiter. Also da könnte ich eigentlich auch eine Abkürzung nehmen. Ja, klein bedeutet nicht unbedingt, ne? Also, ja, der krabbelt da ruckzuck zu Hosenbein hoch und beißt in den Arsch, ne? Also von daher, you leave the path and sneaking through a strand of mush trees to one of the little sawmills. Achso, Sägewerke. One of the little sawmills dotting this area. It's a small but busy operation. Three people feeding mush tree logs into some kind of machine while a fourth one directs a four-legged robot with a plasma saw mounted on the front. Also ich verlasse den ausgetrampelten Pfad und schleiche mich durch eine Ansammlung von Pilzbäumen, die um eine Sägemühle herum stehen. Es ist eine kleine Busy Operation. Es ist eine kleine Geschäftigkeit dort. Drei Personen füttern die Sägemühle mit den Pilzbäumen, Baumstämmen. Also füttern einen. Wie sagt man da? Ich meine, es steht da zwar füttern. Wie würde man denn anders sagen? Einlegen, ne? Also positionieren, um dann, ja, keine Ahnung, auflegen. Egal. Auf irgendeine Maschine, während ein Vierter einen vierbeinigen Roboter mit einer Plasmasäge bedient. Also der Stamm wird da eingeführt und hinten wird dann abgeschnitten, würde ich mal von ausgehen. Aber ich dachte, also nicht unbedingt abgeschnitten, das wäre ja eigentlich nur in kleine Stücke hacken. Es sollte ja eigentlich in der Mitte durchgeschnitten werden, ne? Damit es eben zu Planken geht. Egal. Stay and watch with what they're doing. Offer to help. Lecture them about clear cutting. Leave in disgust. Was sind das hier für ein Quatsch? Also ich soll denen erklären, wie sie es besser machen sollen, und das Vierte soll ich angewidert weggehen. Warum? Was, hä? Habe ich was verpasst? Soll das also jetzt, wenn ich ganz, ganz, ganz lange drüber nachgucke, in irgendwelchen Comedy-Sendungen gibt es solche Analogien, in dem ein Zug in einen Tunnel fährt und dann hörst du ein dreckiges Lachen. Und dann verstehst du erst, dass das auch
sexuelle Anspielung sein sollte. Also deswegen verstehe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich was... Hä? Soll das? Bin ich jetzt way too far gone, dass ich darauf komme? Oder hä? Okay, also bleibe ich und schaue ich denen ein bisschen zu oder werde ich Hilfe anbieten? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da oben so wenig Kudos, wenn ich hier die ganze Zeit herumeiere, würde ich sagen, ich werde meine Hilfe anbieten. The lodgers are grateful for your help, even through teaching you how to lock does slow down their whole process. When they're done babysitting you, they give you a piece of wood and tell you to take it back to the colony for them. Done. Also, ich habe 5 Stress, Toughness, Loyalität und natürlich einen Mushroom habe ich bekommen. Zwar kein Kudos, aber immerhin. Also die Loggers, die... wie nennt man die Hemden nochmal? Diese karierten Flanellhemden. Ich weiß nicht mehr. Loggers, wie heißt... Logger. Holzfäller. Holzfällerhemden, ja genau. Ich kam nicht mehr drauf. Die Holzfäller sind sehr dankbar für meine Hilfe. Allerdings... verzögert es eigentlich ihre Arbeitsweise, indem sie mir versuchen beizubringen, wie man das Ganze macht. Und nachdem sie mich betreut haben, geben sie mir ein Stück Holz und sagen mir, dass ich zurück zur Kolonie mitnehmen soll. Sehr schön. Stress. Da hinten geht es wieder zurück zur... Ah ja, okay. Also könnte ich vielleicht doch noch hier aufsperren, weil dann komme ich da unten noch an Loot irgendwo ran, oder? Irgendwo war doch noch Loot. Oder habe ich mich da verguckt? The mug hides interesting bugs and other treasure. For those willing to put their hands down the right hole. Are you? Oh. Was ist denn ein Mack? Ist das ein Loch, oder? Was ist denn ein Mack? Der Dreck. Ach so. Also der Dreck, der Dreck verbirgt interessante Käfer und andere Schätze. Für diejenigen, die es wagen, die Hände in das richtige Loch zu stecken. Bist du so? So mutig. Also, peek inside that hole oder leave it be. Das heißt, entweder reingucken oder es in Ruhe lassen. Also, bevor ich ein Auge verliere, würde ich da jetzt nicht reingucken wollen. Also, ich lasse es. Ich habe jetzt gedacht, ich würde da nicht mehr weiterkommen, ehrlich gesagt. So, Sister, ich krieg mein Loot. Ich habe jetzt 70. Ich könnte noch mich mit einem Vieh anlegen. Ich habe das aber auch ums Verrecken nicht gesehen, als ich da unten vorbeigeeiert bin. Ich müsste dann den kompletten Weg wieder zurückgehen, weil da vorne ist zwar noch eins. Und ab dann könnte ich wieder ganz normal heimgehen. Aber nee, warte mal, ich habe da oben habe ich ja auch noch so eine Fahne, ne? Also eigentlich könnte ich doch das Vieh hier anditschen und gucken, was passiert. Das oder das? Das ist im Dickicht und das ist auf dem Weg. Ich würde das auf dem Weg anditschen. Es sieht ja schon putzig aus. Das sind immer die gefährlichen, ne? Die haben bestimmt so ganz lange Reißzähne da verdeckt oder so. You spot a group of small creatures. Ach so, ja, wenn er allein ist, ist es in Ordnung. Wenn sie zu mehreren sind, renn. You spot a group of small creatures playing in a field. They have 2 giant frog eyes and 2 regular ones. Long forked tails. And 1 strong hopping foot. Foot for hopping. Okay. These must be hop eyes. Ah, die hätte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, das wäre ein einziges Auge mit einem Fuß. You heard people talk about them.
They let you get pretty close to watch them chatter to each other and rub noses. They're all friends, just like people, but they hop away if you get too close. Also, ich erblicke eine Gruppe von kleinen Kreaturen, die auf dem Feld spielen. Sie haben zwei große Froschaugen und zwei normale. Einen langen, gespaltenen Schwanz und einen starken Fuß zum Springen. Das müssen diese Hüpfaugen sein. Ich habe schon Leute über die sprechen hören, beziehungsweise ich habe mir durchgelesen, dass, wie gesagt, wenn die in Gruppen auftreten, sollte man davon wegbleiben. Sie lassen mich ziemlich nah ran, während ich sie beobachten kann, wie sie miteinander keckern und sich gegenseitig die Nasen reiben. Die sind alle miteinander sehr freundlich. Wie Menschen verhalten sie sich, aber sie hüpfen weg, wenn man zu nah rankommt. Also, sollte ich jetzt tatsächlich versuchen, über ihr Territorium durchzulatschen oder umdrehen? Also, ich würde nicht da durchlatschen, wenn es wie mehrere sind. Ich werde umkehren. So, ich habe immer noch die 70 Stresspunkte, das heißt, ich könnte an den da rangehen. Wenn der alleine ist, vielleicht. Hop-Eyes are usually docile little creatures. They don't even come up to knee-high. They eat grass and hop away when you come near. But something has riled this group up. You see them fighting each other, getting in close, then rolling onto their backs and kicking with their big foot. Punting each other up to 2 meters away. It's neat behavior, so you sit and watch, until you suddenly realize you're surrounded. They've stopped fighting with each other and are all staring at you. They bounce. Oh, das war jetzt nicht so gut. Also die Hüpfaugen sind normalerweise ziemlich zahme kleine Kreaturen, die noch nicht mal bis zum Knie ranreichen, und sie fressen Gras und hüpfen eigentlich ziemlich schnell weg, wenn man näher kommt. Aber irgendwas hat die aufgescheucht, diese Gruppe zumindest, und die kämpfen miteinander. Ich komme ein bisschen näher und sehe, wie die miteinander auf dem Boden rumrollen und sich gegenseitig treten mit ihrem großen Fuß und sich sogar 2 Meter weit wegschleudern. Es ist ein ziemlich cooles Verhalten, und also ich setze mich hin und beobachte die ein bisschen, bis mir auffällt, dass ich plötzlich von denen umzingelt bin. Die haben aufgehört zu kämpfen und gucken alle mich an. Und dann kommen sie rangerauscht. Und ich habe nur die Option, mich zu verteidigen. Defense yourself, verteidige dich. Und ich hatte meine Karte nicht umgetauscht. Ich bin gespannt. Zum Glück habe ich ziemlich hohe Karten. Müsste es hinhauen. Also, eins für jede Karte. Okay, das müsste 15. Hey, ne Witzka, da bin ich dabei. Nächste Runde. Brauch nur 12, das krieg ich hin. Okay, also einmal. Okay, das wären die 16. Wenn ich das nehme, eine pro ungespielte Karte, oder ich nehme das und dann habe ich trotzdem mehr. Ne? Nächste Runde. Ich zock da alles durch. Das ist reine Übung. Bin ich jetzt weggerannt oder habe ich die tatsächlich verletzt, die Armviecher? The cute little critters kick you, but you kick back. You send them scurrying back off to pick on smaller creature than you. Bitte was? The cute little critters kick you, but you kick back. You send them scurrying back off to pick one smaller creatures than you. Ah, okay, verstehe. Also die treten mich, aber ich trete zurück. Und ich schicke sie
schicke sie zurück. Scurrying back. Zurückweichen, würde ich mal sagen, ne? Scurrying? Ich lasse sie zurück. Vielleicht Scurrying. Scurrying. Ist wuselnd. Wuselnd heißt das. Oh Gott, ist ein ganz anderes Wort. Lasse sie wuselnd zurückweichen, um eine kleinere Kreatur zu piesacken als mich. Don. So, jetzt bin ich aber schon. Ja, 85, okay. Ja, you should go home. Alles klar, alles klar. Warte mal, ich habe hier oben habe ich ja noch eine Fahne. Muss ich da nicht komplett runterlatschen, drumrum latschen? Ne? Hier. Genau. Ich immer noch so ein bisschen mit Luft. Mit Luft, ne? Go home. Noch 15 Luft, das finde ich ganz gut so. Nicht komplett so wie mit 100 Grad eben, das war mir zu krass. So, der nächste Monat muss ich tatsächlich eigentlich wieder hier bleiben, weil meine Relaxing Time ist so krass. Okay, Dice is skipping stones across a flat stretch of rock. Talked to my sister today, he says. Skip, 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 skip. She's doing some kind of super secret extra credit project in engineering. She wanted to gloat, I guess. He tosses a rock into the air and catches it. Whatever. She just likes it when people pay attention to her. Also, Dice lässt gerade einen Stein über einen flachen Fels hüpfen? Ich habe heute mit meiner Schwester geredet, sagt er. Und dann hört man, wie der Stein da drüber springt. Sie macht gerade so eine Art super geheime extra Projekt im Maschinenraum. Ich denke, sie wollte angeben. Er wirft den Stein in die Luft und fängt ihn wieder auf. Ja, wie auch immer. Sie mag es halt, wenn man ihr Aufmerksamkeit schenkt, sagt er. Don. So. Ich habe dann aber auch alles in diesem Gebiet gut abgegrast, ne? Also im Grunde genommen bin ich durch. Ich finde das jetzt natürlich schade, dass ich nicht wirklich jedes einzelne aufschließen konnte. Aber manches habe ich ja, glaube ich, in dem anderen Gebiet auch nicht aufgeschlossen. Vor allen Dingen das Vieh, das sein Territorium da patrouillierte, das habe ich ja in Ruhe lassen. Schlauerweise. Cal looks up from his planting. What's up, Claudie? He's asked. Wanna help? I got a lot of seeds to get into the ground. Er fragt mich, ob ich helfen möchte. Er muss nämlich jede Menge Zeug sehen. Rate meine Antwort. Tschüss. So, habe ich hier noch irgendwo Loot liegen? Und wie geht? Ah, sie lobt wieder die Künste ihrer Mutter, was Kochen angeht. Beziehungsweise sie knabbert eigentlich nur geschnittene Früchte, so wie ich das gelesen habe. Also sie beschwert sich wieder über den Geruch von Teenagern und dass sie sich mit denen nur sehr ungern abgibt, weil sie eben so stinken. Wahrscheinlich riecht sie sich selber, aber egal. Ah, sie schminkt sich gerade. Mars hat set up her holoscreen to reflect her face and she's swatching various eyeshadows on her forearm. Just because we're out here struggling to survive in the musty armpit of space, that doesn't mean we can't enjoy ourselves a little. She gestures to her eyeshadow palette. If I have the kudos to print luxury goods, why shouldn't I? Also, die Mars hat gerade ihren Holo-Bildschirm gerade wieder als Spiegel eben umfunktioniert und schaut sich ihr Gesicht an und variiert gerade ihre verschiedenen Lidschatten auf ihrem Vorderarm. Unterarm, Vorarm. Vorarm ist Unterarm.
Einfach nur, weil wir hier versuchen zu überleben im hinterletzten Teil des Universums, heißt es nicht, dass ich nicht ein bisschen mich selbst beschenken kann. To enjoy ourselves, dass wir eine gute Zeit haben. Sie zeigt auf ihre Lidschattenpalette und sagt, wenn ich schon die Ehrenpunkte habe, mir Luxusartikel zu erstellen, dann kann ich es auch umgekehrt machen. Okay, und ich kann wieder nur einfach nach dem Job fragen, da habe ich keinen Bock zu. Ich bin ein Exploring Guy, Girl, whatever. So, und die Mutti... Oh, your mom is staring solemnly at a wheelbarrow of withered, gnarly looking crops. She says to the agriculturist entering the stock into his hollow palm. I hope this isn't going to be the case forever. We're going to be in real trouble soon. She looks up as you approach. Claudie, do you need something? Ich weiß nicht, es klingt immer so, ich meine, Eltern wollen das ja, ne? So ein bisschen die Sorgen und Nöte des allgemeinen Erwachsenentums wollen sie von ihren Kindern ja ein bisschen fern haben. Aber ich weiß nicht, ich meine, Kinder sind ja nicht bescheuert, ne? Die merken das ja schon irgendwo. Und wenn sie dann merken, dass die Eltern so tun, als ob, das ist ja, das verunsichert doch irgendwie mehr. Man kann es ja auch umformulieren, ne? Dass es halt nicht so gravierend klingt von wegen, ja, nächste Saison werden wir alle verhungern. Wir müssen halt gucken, ne? Da, so, auf die Art. Aber, also die Mutter starrt bedenklich auf eine Schubkarre voller verwittert, also verfaulter, knochiger, Crops ist nicht Saatgut. Crops ist mehr so. Ach, ich weiß nicht. Crops. Feldfrüchte, okay. Und Wit Harrod ist verwittert, oder? Vertrocknet, verwelkt, verblüht. Also verdorrt. Mangels Wasser halt. Merkwürdigerweise ist Schiff doch die ganze Zeit, wie blöd, ne? Also irgendwie Agri-Cull. Tourist, wie wird das so übersetzt? Landwirt. Agriculturist. Agriculturist. Also wenn du das so ein bisschen vernuschelst und verschluckst, geht's auch. Also ich hoffe, also der Landwirt schaut da auf diese Sachen in seiner auf die. Also sie sagt das zu dem Landwirt, der gerade den Bestand aus seiner Holohand öffnet. Ich hoffe, das wird nicht so für immer bleiben. Es wird uns sonst in eine ziemliche Bredouille bringen, sagt sie. Also es schaut nicht so sonderlich aus. Ich meine, das mit dem Gouverneur Judicott, die hat sich ja auch schon die Statistik angesehen und da ging ja der Pfeil auch schon nach unten, also... Es ist schwierig. Der letzte große Fest war ja so, dass die Kombination aus Menschenprodukten, die wir mitgebracht haben, nicht mehr so gut funktioniert hat. Und es waren viel mehr von dem Planeten selber eben da. Und das haben sie auch so groß gefeiert. Aber irgendwie scheinen die doch Bedenken zu haben. Liegt das jetzt daran, weil die Alten halt gerne lieber noch an ihren alten Dingen festhalten wollen und diese neuen Früchte nicht so geil finden? Weil Veränderungen? Oder haben die andere Bedenken? Verstehe ich jetzt nicht, weil es ist ja im Grunde genommen eine Ressourcenerweiterung, ne? Es ist zwar anders, aber es ist ja im Endeffekt auch mehr und besser, weil das ist heimisches Zeug. Weiß ich nicht. Also, sie schaut auf, als sie mich sieht und fragt natürlich wieder, was möchtest du? Die ist ja immer sehr aufmerksam in dem Sinne, aber ich weiß es nicht. Also, es ist,
Will sie mich einfach nur in Sicherheit wegen loswerden oder keine Ahnung. Ich blick's nicht so wirklich. Ach ja. Und der freut sich mal wieder, dass er tief durchatmen kann, die arme Wutz, ne? Das wird sich ja bald wieder ändern, der arme Kerl. So, wo werde ich jetzt ein bisschen entspannen? Also das letzte Mal habe ich in der Lounge entspannt. Da war ja zum Glück keiner und hat mich wegen irgendeinem Scheiß genervt. Ich würde dann hier nochmal entspannen wollen. Wo ist denn hier nochmal Relax on the Walls? Ja, genau. Ich werd mir den Wall betrachten. You've heard Security Chief Wrath is on the lookout for lookouts. What? That's it. For kids to chill out on top of the walls all afternoon and count Xenos. Sounds way better than going to class. He gives you a once-over, eyes narrowed. Alright, he says. Look out over there at the end of the field. What does that sign say? Achso, ich will gerade testen, was ich für eine Augenschärfe habe, oder wie. Also ich habe gehört, dass der Chef des Sicherheitsteams nach Wächtern Ausschau hält. Es ist eigentlich eine ziemlich coole Aufgabe für ein Kind, hier oben auf der Mauer zu entspannen und gleichzeitig aber auch noch die Tiere zu zählen, die hier auch patrouillieren um die Mauer herum. Und es klingt ziemlich gut, also ich sehe mich um einiges besser, als in der Klasse zu versauern. Andererseits würde ich ja sowieso, also wenn ich in die Klasse gehe, dann wäre ich ja nicht hier. Ich möchte ja relaxen. Also ich weiß nicht so wirklich, ob das entspannend ist. Ich hoffe mal. Aber ich habe ja noch ein paar Punkte frei. Vielleicht reicht das, um zu entspannen. Ich habe keine Ahnung. He gives you once over. Also er schaut mich von oben bis unten an und verengt die Augen. Wie sagt man da? Schaut mich skeptisch an. Okay, sagt er. Schau darüber. An das Ende des Feldes. Was sagt das Zeichen? Also, was steht auf dem Zeichen? Also, ich sollte es entweder laut vorlesen, was mit Stärke überhaupt nichts zu tun hat, würde ich mal sagen. Fail to read it. Refuse to play this game. Also, das ist Rebellentum. Ich sollte, also, wenn ich Tatsache sage, von wegen, das ist Quatsch, möchte ich nicht. Also, diese Hierarchie gegenüber einem Erwachsenen vor allen Dingen, was soll das? Also, hä? Hä? Möchte ich jetzt tatsächlich es fehlerhaft vorlesen? Warum? Einfach nur aus Neugier, was passiert? Oder soll ich es laut vorlesen? Wahrscheinlich, wenn ich nicht genügend Punkte gehabt hätte, hätte ich nur diese zwei Möglichkeiten, denke ich mal, aber hä? Also ich lese es laut vor. You can read the sign easily. It says, if you can read this, your eyesight is 20 of 20. Huh? What a weird sign. What does that mean? Rev nods in approval. Good, you pass. Come back next month and I put you in the rooster. Roster. On the roster. Roster? Rooster ist Hahn. Also Hühnchen. Hahn. Was ist Roster? Dienstplan, okay. Wie wird das? Roster. Ja, Roster. Was ist? Und Rooster wird halt anders gesprochen, ne? Hahn. Rooster. Rooster. Gut. Ich pack dich auf den Hahn, alles klar. Hä? 54. A gruff man who knew recruits are frightened by. He takes the colony safety very seriously. It's a he-him, aha. It's a he-him, what? Geil. Muss ich mal bei den anderen mal anklicken, was die sind. Ob die he-she sind oder was? Oder hä? He-her. Ein Hinhör, he-her. Er ist ein sehr grimmiger Mann, der neuen Rekruten ziemlich viel Angst einjagt. Und er nimmt die Sicherheitsaufgabe sehr ernst. Das wäre auch schlimm, wenn nicht.
Also, ich kann das Schild sehr leicht lesen. Darauf steht nämlich, wenn du das siehst, ist deine Augenschärfe bei 20 von 20? Was für ein schräges Schild. Was soll denn das bedeuten? Ja, was drauf steht. Frag doch nicht so blöd. Also, er nickt sein Einverständnis und... Alles klar, du hast bestanden. Komm nächsten Monat nochmal her. Ich werde dich auf den Dienstplan setzen. Also, jetzt mache ich ein bisschen Relaxing. Jetzt kann ich eins von beiden rausschmeißen. Das ist jetzt gemein, weil eins oder eins, ne? Was sind das? Doing Paperwork oder First Words? Was will ich rausschmeißen? Blau oder gelb? Weiß ich nicht. Was habe ich denn hier? Gelb habe ich jede Menge, blau habe ich mehr. Von blauen habe ich sehr viele Einser. Von gelben habe ich nur noch eine Eins. Dann würde ich doch leider die gelbe rausschmeißen. It's been a long month of being copped up indoors, while it poured rain and everything got too muddy and gross to play outside. You and the other teens are in the lounge again, and everyone's getting a little antsy. Das stimmt ja gar nicht. Ich war ja die ersten zwei Monate, war ich ja aus dieser Saison, war ich ja draußen am Rumtigern. Ich bin jetzt halt nur so gestresst, dass ich wieder rein muss. Also es war ein langer Monat. Ah nee, das stimmt doch. Es war ja diesen Monat. Ja, okay. Nevermind. Alles, was ich gesagt habe, war Dummschwätz. Diesen Monat habe ich tatsächlich nur drin verbracht, beziehungsweise auf der Mauer eigentlich. Um zu entspannen. Es war ein langer Monat, um eingeschlossen zu sein, während es draußen in Strömen geschüttet hat und alles einfach zu matschig und eklig war, um draußen zu spielen. Ich und die anderen, also die anderen Teenager und ich, der Esel nennt sich immer zuerst, die anderen Teenager und ich sind in dem Aufenthaltsraum, schon wieder, und alle werden ein bisschen unruhig. Bisschen Tee einschenken. Ich werde nämlich auch ein bisschen von der Stimme her gerade belegt. Tangent and Carl are bickering about something, and Dice must be bored enough that he's letting Mars paint his fingernails. One is trying to do a dance like she learned from watching Hollowitz, and she's failing miserably. Miserably. The sound of the music fills the room. You're starting to feel a little off too. Well, like, it's weird. Like you want to yell, but at the same time you wanna take off all your clothes and strike through the colony square. What? Streak. Also, Tangent und Cal. Streiten sich über irgendwas oder kabbeln sich wegen irgendwas. Aber das ist gleich ein Kerl. Der ist doch der friedlichste von allen. Ich meine, Tangent, okay, aber... Und Dice muss wohl so gelangweilt sein, dass er tatsächlich Mars seine Fingernägel lackieren lässt. Und Ron versucht, einen Tanz zu lernen, beziehungsweise zu üben, den sie in irgendeinem Holo-Video gesehen hat und... Das schlägt furchtbar fehl. Also sie kriegt es nicht hin. Und die Musik schallt durch den Raum. Und ich fange auch an, mich komisch zu fühlen. Irgendwie ist es merkwürdig. Einerseits möchte ich schreien und zur gleichen Zeit würde ich gerne meine Kleider vom Leib reißen und durch die Kolonie und über den Kolonieplatz rennen. Was? Was? One dances a little too close to Mars' collection of nail polish, bumping onto the table and sending them all and herself clattering to the floor. Hey, watch it! Dice snaps. Dance your stupid dance somewhere else.
Also er schreit sie an, statt sie. Oh, also die Anemone tanzt ein bisschen zu nah an der Fingernagelkollektion von Mars. Stößt an den Tisch und schleudert alles mit sich selbst zu Boden. Hey, pass doch auf, schreit The Dice. Tanz deinen blöden Tanz irgendwo anders. Also wenn sie sich über das... Hä? It's not stupid, one sniffles from the floor. You don't have to be mean to me. Oh, es ist nicht doof, sagt die One schniefend vom Boden. Du musst nicht so gemein zu mir sein. Boohoo, Mars teases. What are you going to do? Dance about it? You're also childish. Who even cares? Wow. Jetzt mischt sie sich auch noch ein. Woohoo, sagt die Mars. Was willst du dagegen machen? Dagegen antanzen? Ach, ihr seid alle so kindisch. Wen juckt's? Ah, fies, 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 fies. Oh, nun ist der Kerl stinkig. Hey, everyone, just shut up. Carl exclaims from across the room. Honestly, you all fight all the time. You stay inside where it's nice and dry and you don't appreciate how hard everyone else is working. It's just whine, whine, whine. Also der Kerl schreit, hey, haltet alle die Klappe, sagt er vom anderen Ende des Raumes. Ernsthaft, ihr alle schreitet nur die ganze Zeit. Ihr seid so schön hier, wo es trocken und schön ist und keiner weiß es zu schätzen, dass alle anderen hart arbeiten. Es ist einfach immer nur ein Rumgejammer, Rumgejammer, Rumgejammer. You're not better just because you work outside, Tang joins in. You're not special, Carl. If I wanted to, I could work outside. She opens her hollow palm and fills the fingers, flies her fingers over the screen. There, see, next month I'll be working in geoponics. How do you like that? Then you can nag me about my soft hands all you want. Du bist nicht besser als wir, nur weil du draußen arbeitest, sagte Tang. Du bist nicht besonders, Kerl. Wenn ich wollte, könnte ich auch draußen arbeiten. Sie öffnet ihren Holohand und fügt sich... Sie fliegt mit den Fingern über den Bildschirm. Hier siehst du, nächsten Monat werde ich in Geoponics. Ich werde das Wort noch 50 Mal lesen und trotzdem es mir nicht merken. Agrarwissenschaft. Ja. In Geoponics draußen halt arbeiten während des Landwirtschaftens. Wie gefällt dir das? Dann kannst du dich über meine weichen Hände aufregen. Judicott pokes a head in from the command corridor. Children, keep it down. We can hear you all the way from the bridge. Also die Gouverneurin streckt ihren Schädel rein in den Raum und fängt an auch zu plärren. Kinder, seid leise. Wir können euch alle hören. Bis zur Brücke. Everyone goes quiet for about a second and then explodes into arguing again. Unicorn throws her hands in the air and retreats down the hallway in defeat. Alles wird total still. Für eine Sekunde. Und dann fängt jeder an, miteinander zu streiten. Die Unicorn wirft ihre Hände in die Luft und verlässt einfach den Raum und geht wieder zurück in den Gang. Okay. Ich kann jetzt einfach Time to go wild. Das wird wahrscheinlich irgendjemanden schmerzhaft enden lassen. Oder yeah, fight, fight. Everyone just jump up. Calm down, everybody. Also sollte ich vernünftig sein und sagen, wir sollten uns alle beruhigen? Oder sollte ich stinkig auch werden, wie alle anderen? Sollte ich auch noch versuchen, Öl ins Feuer zu gießen? Indem ich zum Kämpfen auffordere. Oder Time to go wild.
Das klingt jetzt zwar so ähnlich wie das da, aber also das klingt mehr so, kloppt ihr euch? Und das hier, wir kloppen uns alle. Also das wäre sehr demokratisch. Das habe ich tatsächlich mal als Kind gemacht. Ich habe zwei gegeneinander aufgewiegelt, weil ich ein Arschloch war. Hatte zum Glück aber einen Erwachsenen mitgekriegt und ich durfte mit denen nicht mehr spielen. Das Beste, was passieren konnte. Also, wenn man schon manipulativ ist, sollte man wenigstens dumm genug sein, es so zu tun, dass es jeder mitkriegt. Also, time to go wild. Somehow the rambunctious group tumbles into your quarters. Thankfully your parents are out. Everyone keeps fighting and it's starting to get physical. Mars and One get into a shoving match and Carl and Dice join in too. Tension yells from the sidelines. Cheering, Mars knocks One right on the her butt. Ouchie, One whines, still sniffling. Okay, okay, fine. I'm sorry for knocking your stupid nail polish. Also, irgendwie hat das ganze Getümmel, Rumbage, das ist mehr so, aufrührerisch, oder? Rambunctious. Rambunctious. Ausgelassen, ungestüm, wilde Gruppe. Okay. Oh. Auf jeden Fall hat es das Ganze irgendwie in mein Quartier verschlagen, beziehungsweise meine Eltern sind zum Glück nicht da und es wird immer gefährlicher im Grunde genommen, weil es wird so langsam handgreiflich. Die One und die Mars kabbeln sich miteinander, während Dice und Call miteinander hadern, während Tangent von der Seitenlinie anfeuert. Und das Letzte, was passiert ist, ist tatsächlich, dass Mars der One auf den Hintern gehauen hat und die immer noch am Schniefen ist und sich lautstark dafür entschuldigt, dass sie den blöden Käse vom Tisch gefegt hat. Mars tosses her hair over the shoulder. Apology accept. You can pick them up while you're down there. She flounces on your bed. No, I'm bored. I can't believe I'm bored of bossing people around. Also, die Mars schleudert ihre Haare zurück über ihre Schulter und Entschuldigung akzeptiert. Akzeptiert. Du kannst alles wieder aufheben, während du auf dem Boden bist. Und dann haut sie sich auf mein Bett drauf und sagt, irgendwie bin ich gelangweilt. Ich kann gar nicht glauben, dass ich davon gelangweilt bin, andere herumzuscheuchen. Wait, Dice says, jumping up. We should play spin the bottle. Oh Gott. Everyone looks around in surprise that Dice suggested it. But you can tell they are all kind of into the idea. Your tummy flips over in a way that's not uncomfortable. A kissing game? Ach, genau, meine Güte. Wartet, Dice sagt und hüpft auf. Wir sollten Dreh die Flasche spielen. Nee, Flaschen drehen heißt. Spin the bottle. Alles schaut in Überraschung auf, dass er das überhaupt erwähnt hat. Und andererseits kann man sehen, dass jeder schon ein bisschen Gefallen an der Idee findet. Und mein Magen dreht sich ganz merkwürdig in einer nicht unbedingt unangenehmen Art und Weise. Ein Kussspiel? I don't know. Also ich weiß nicht so recht. Das zweite, no, 7 minutes in heaven. Hä? Warte, das habe ich in der amerikanischen Sendung mal gesehen. Das ist, wo sie in den Schrank gesperrt werden für 7 Minuten, ne? Und dann küssen, während keiner zugucken kann oder fummeln oder was immer. Oder, ja, Flaschen drehen. Also ich weiß nicht, so im Schrank. Also ich weiß nicht. Ich meine, einerseits bei den Flaschendrehen, ne, machst du es in aller Öffentlichkeit, es ist aber auch ein unschuldiges Küsschen. Und im Schrank, weiß nicht. Also
Flaschen drehen. Ich weiß nicht. Everyone giggles nervously, but more courageous voices prevail, and soon you are grabbing a bottle to spin to sort out partners. Your palms sweat as the bottle spins on your turn, spinning, spinning, spinning until it falls on. Also, jeder kichert nervös, aber viele ermutigende Stimmen sind auch dabei. Und es dauert nicht lange, dass ich eine Flasche schnapp und die ich zum Erdrehen eines Partners brauche. Meine Hand schwitzt, als ich die Flasche drehe. Als ich dran bin. Und es dreht und dreht und dreht, bis es schließlich auf wem landet? Dice. Give everyone a show. No, so no. Nee, wenn dann unschuldig Küsschen, das reicht vollkommen. Dice, everyone hoots and hollers. Dice, but he looks completely unbothered. In fact, he looks excited. Ach du Schande. He unbuttons his shirt collar and slicks his hair back, giving you an exaggerated eyebrow. Wiggling, come, hit a look and sends everyone into hysterics. What do you do? Also, Dice ist es. Alles jubelt und jault, würde ich sagen. Dice? Aber er sieht ziemlich unbekümmert aus. Tatsächlich schaut er sogar aus, als würde es sich freuen. Er knüpft sein Shirt-Kragen ein bisschen auf, streicht seine Haare zurück und gibt mir tatsächlich so eine Art "Hey, komm schon!" Blick und versucht mit seinen Augenbrauen so ein bisschen suggestiv anscheinend mich anzuflirten und alles drumherum rastet total aus. Was mache ich jetzt? Also ich gebe ihm einen kleinen Kuss oder ich gebe allen eine Show. Das heißt, so richtig mit Zunge würde ich jetzt mal vermuten. Nein, danke. Oder ich sage einfach und lehne ab. Das wäre jetzt, also einerseits wäre es verletzend, andererseits ein unschuldiger kleiner Kuss. Also ich habe das einmal als Kind gemacht und ich fand es sehr unangenehm. Vor allen Dingen, als ich dann gesagt habe, nein, danke, und die haben mich dann festgehalten und diejenige hat mir über das ganze Gesicht Küsse verteilt und ich fand das so erniedrigend, ehrlich gesagt, das Festhalten. Ich meine, ich hätte mich auch nicht unbedingt anstellen müssen. So einmal so ein Küsschen hätte ja schon gereicht. Und das Problem ist, ich war auch die allererste in der Gruppe. Das heißt, nachdem ich mich so angestellt habe, hat die Gruppe dann beschlossen, wir lassen das Spiel ganz. Ne? Also es wäre wahrscheinlich noch für die anderen ganz interessant gewesen, aber dadurch, dass ich so ruiniert habe, war es dann halt gegessen. Also ein kleines Küsschen kriegt er von mir aus. Ein Schmatzchen. So ein guter Nachtkuss. Fertig. You dutifully give Dice a little peck on the mouth. It's nothing special and no one even really loves or anything. Everyone keeps playing, but the bottle never lands on you again. Mars and Tangent both give each other on their turns, making Tango completely red, as both times Mars plants a chivalrous kiss on her lip. On her lips. Ein chivalrous, das ist so Kavalier, ne? Eigentlich ein Kavalier-Kiss, was auch immer das heißen soll. Rose? Ein ritterlich, einen galanten. Chivalrous. Kavaliermäßig. Chivalrous. Also, ich erfülle. Scheiße. Entschuldigung. Ich erfülle brav meine Routine, indem ich ihm ein ganz normalen kleines Küsschen auf die Lippen gebe. Nichts Besonderes. Und keiner lacht und macht sich irgendwie drüber lustig. Und das Spiel geht weiter. Und es wird auch kein einziges Mal mehr die Flasche bei mir enden.
Allerdings ist jetzt bei Mars und bei Tang tatsächlich so, dass sie sich zweimal getroffen haben und Tang jedes Mal knallrot im Gesicht wird, wenn Mars ihr einen ritterlichen Kuss auf die Lippen gibt. Also dafür, dass sie sich überhaupt nicht für dieses Teenager-Dasein interessiert, ist sie doch sehr, sehr angetan anscheinend gewesen. The next day you all feel terrible. It feels like your arms and legs are made of lead, and it takes so much energy to do anything. You can barely make it out of bed. All the energy from yesterday has been drained out of you and then some. It lasts for a week. Some of you can't even get out of bed. And when you do, your moods are all over the place. Aggressive, sulky, impulsive, until your batteries run out and you sleep for over 12 hours straight. Okay. Nicht, dass wir uns gegenseitig irgendein Zeug angehängt haben während der Küsserei. Ich frage für einen Freund. Also von dem ganzen Entspannen habe ich 10 Stress bekommen. Schön. Also den nächsten Tag fühlen wir uns alle furchtbar. Es ist so, als würden die Arme und Beine sich wie Bleiern anfühlen. Nee, Lied, was ist denn das? Lied? Lied ist... Doch, tatsächlich, Bleiern. Und es verbraucht so viel Energie, irgendwas zu tun, und ich komme kaum aus dem Bett raus. Und die ganze Energie von gestern ist aus uns rausgespült und dann noch ein bisschen mehr. Und es braucht eine ganze Woche. Und manche von uns kommen überhaupt nicht aus dem Bett raus. Und als ich es dann doch schaffe, ist es so, dass unsere Stimmung einfach total, total merkwürdig ist. Einmal aggressiv, einmal schmollend, einmal völlig impulsiv. Bis die Batterien so ausgelaugt sind, dass ich tatsächlich für 12 Stunden am Stück schlafe. You're resting in the lounge with your friends, watching halibuts and grazing on roasted pixie beans. When your dad and chief engineer Instance come storming through the door. Huh! Yo! Instance snaps, smacking the ball of pixie beans out of Mars' hands. Stop eating those! This instant! What? Also, wir verbringen die Zeit... Also ich verbringe die Zeit mit meinen Freunden in dem Aufenthaltsraum und wir schauen uns Solo-Videos an und futtern die gerösteten Feenbohnen, als plötzlich mein Vater und die Maschineningenieurin, oder wie die heißt, die Laboringenieur, ich weiß nicht, warte mal, Chief Engineer, wie wird das genau? Engineer. Chief Engineer. Chefingenieurin. Erste Maschinistin. Pionierführer. Ach du meine Güte. Tiefbaudirektorin. What the? Okay. Sie kommen durch die Tür gestürmt und dann... Du! Schnauzt sie Mars an und haut ihr die Schüssel mit den Feenbohnen aus der Hand. Hör auf, das zu essen. Sofort. Augenblicklich. Mars looks like she's about to smack some sense into Instance, but your dad steps in. I'm sorry, everyone. We were wrong about the pixie beans. They are not safe for you kids to be eating. But Mars schaut aus, als würde sie am liebsten Instance gleich mal ein paar... Sinneseindrücke einbauen wollen, als der Fadi dazwischen geht. Vernunft einbläuen. Entschuldige allesamt. Wir haben einen Fehler gemacht. Wegen der Feenbohnen. Die sind nicht sicher für euch Kinder zu essen. Heißt das für jeden oder nur für die Kinder? You've been feeding us poison? Mars shrieks. Ah! Do my dads know you'll try to kill me? Ihr habt uns mit Gift gefüttert? Schreit die Mars. If we die will.
Was meine Eltern, das, was meine Väter, dass du versuchst hast, mich zu köten? Your dad spreads his hands. No, no, they're not. Don't worry, Mars, calm down. They're not poison. They're just a chemical in them that hyperbonds to estrogen and testosterone. Your big teenage growing hormones. And the brain likes binding to that new macromolecule a lot, more than the regular kind. It's been making your moods unpredictable and causing period of hyper and hypomania. Also wegen unserer Teenager-Hormone sind wir da ein bisschen anfälliger für die bestimmten Stoffe in den Feenbohnen. Also, der Vater hebt seine Hand. Nein, nein, es ist kein Gift. Brauchst dir keine Sorgen zu machen, Mars. Beruhige dich. Es ist kein Gift. Es ist tatsächlich eine Chemikalie in denen, die mit Östrogen und Testosteron eine Verbindung eingeht. Und in euren Teenager-Hormonen sind die ja vorhanden und das Hirn bevorzugt die und versucht neue Verbindungsmoleküle zu einzugehen. Mehr als mit den anderen. Und es macht euch tatsächlich, beziehungsweise eure Stimmung, unberechenbar. Und verursacht Phasen von Hypermania ist ja so extreme Freude, ne? Also Manie. Aber was ist Hypomania? Ist das genaue Gegenteil? Also, keine Ahnung. Also Hypermania ist Hypermanie, das ist super, ne? Hypermanie, hysterisch, ja, wahrscheinlich so in. Und Hypomania ist Hypomanie, danke. Das ist geil, dass das Wort mit dem Wort erklärt wird. Ja, das ist Hypomanie halt, ne? Hypomanie. Ich möchte jetzt nicht auf die Wikipedia-Seite. Hypomanie, eine dauerhaft leicht gehobene Grundstimmung, bipolare Störungen. Und was ist Hypermanie? Ich dachte eher, Hyper ist eine übermäßige Grundstimmung ist es dann wahrscheinlich, ne? Die Ich-Explosion, das rätselhafte Phänomen der bipolaren Störung. Hypermanische Episoden. Also Hyper ist übersteigert, ist ja klar, ne? Und Hypo ist dann nur eine leichte, freudige Grundstimmung. Das hatte ich jetzt nicht, aber ist ja auch, ne, also dieses Entweder-Oder ist ja auch Quatsch, ne, es kann ja auch noch eine Zwischenstufe geben. When Mars just stares blankly at him, he laughs awkwardly. Translation, he says, it's been making you kids act silly and feel sick, I'm sorry. Als Mars ihn einfach nur verständnislos anstarrt, fängt er an, unangenehm zu lachen. Also Übersetzung, sagt er. Es macht euch Kinder. Es bringt euch Kinder dazu, dumme Sachen zu tun und euch krank zu fühlen. Es tut mir leid. Instance frowns. If it's doing this to kids, it's not long until it builds up enough to affect the rest of us too. Until further notice, no one is to eat a single pixie bean. Also die Intense grübelt. Und wenn es das mit den Kindern macht, dauert es nicht lange, bis genügend in unseren Körpern vorhanden ist von dieser Chemikalie, dass es uns tatsächlich beeinflussen könnte. Und vorerst sollten wir keine einzige dieser Bohnen mehr essen. So, Chief Engineer and Ship's Medical Doctor, who is always very busy. You know better than to interrupt her, especially when she's working on her research. Eine She-Hör. Gut.
54. Das sind alles so die nächste Generation halt. Also, es gibt nicht wirklich viel dazwischen. Ne? Ich muss mal aufpassen, wie alt die Unicode ist. Er ist jetzt 45. Your dad works in Geoponics. A kind man always patient with children and animals. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo ein He-She finde, He-Her oder eine She-Him. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Habe ich jetzt... Ja gut, habe ich es erklärt. Okay. Your dad looks distraught. Flu was right. Flulu was right, he says, collapsing in a nearby chair and rubs his eyes. He didn't trust these things, but shit, she's still going to be pissed that we don't have another successful food source. You look at him in shock. You hardly ever see him swear. It must be worse than you think. Your dad sits there in silence for a long time. Also Vater ist ziemlich erschüttert. Flulu lag richtig, sagt er, und lässt sich in den nächstgelegenen Stuhl fallen und reibt sich die Augen. Sie hat diesen Dingern sowieso nicht getraut, aber verdammt! Wir haben immer noch keine erfolgreichen Nahrungsersatz. Ich schaue ihn ziemlich entsetzt an. Ich habe ihn so selten fluchen gehört und es muss wohl schlimmer sein, als ich dachte. Und er sitzt da eine ganze Weile und schweigt. So, the late wit. So, nun ist the glow. The glow. Das heißt, jetzt dürfen wir eh nicht raus, weil es so dunkel ist. So wie ich das verstanden habe, ne? Da ist die Tür zu. Ja, ich könnte ja irgendwo rausschleichen. Hier, ne? Oder? Geht das? Ginge das? Nee, kann ich tatsächlich nicht. The Lookout Duty. Also könnte ich dann halt meine Aufgabe erfüllen. Wie lange habe ich denn jetzt schon? Oh, ich habe schon über 2 Stunden. Ja, meine Stimme wird auch so langsam. Ich sollte wohl aufhören. Gut, alles klar.